Hallihallo, ich bin's mal wieder in Kameraformat. Ich hab ein paar Sachen, aber der Tag heute war eh schon irgendwie blöd. Nee. Ihr seid einmal auf dem Stativ drauf, das ist richtig schön. Ist immer so doof, die Kamera halten. Gut, ich halte sie immer noch gerade, aber nicht mehr so extrem doof. Ich habe zwei Sachen, und zwar einmal, hole ich gleich mein Whiteboard ab, das ist gerade gekommen. Ich bin noch angezogen, weil ich auch gerade erst heimkam. Durch einen Vorfall. Sagen wir einfach einen Vorfall. Da ist eine Katze. Warte, jetzt guck. Da, ja, jetzt läuft sie weg. Ein Whiteboard, weil einmal die Pinnwand ist echt klein. Und ich bin so der Schmierzetteltyp. Und jetzt habe ich eine Schmierwand. Habe ich mir alles bestellt. Neodym-Magneten, Whiteboard-Magnetisch und abwischbar und Stifte dazu. Da kann ich ein bisschen drauf rumschmieren, weil ich habe jetzt schon wieder einen Schmierzettel für Streams und alles, was ich mir schon eingerichtet habe. Und denke, jetzt muss ich dann zuvor schauen, so gucke ich einfach mal. Ah, okay. Ich bin gerade eben erst heimgekommen, weil Alex war mal ein guter Mensch. Ich habe meine gute Tat für dieses Jahr getan. Ich muss kurz Zusammenfassung. Straße. Eine Seite stehen Autos. Zwei Autos passen aber nicht durch. Das heißt, die Seite, wo Autos stehen, bleiben Autos stehen. Sollten stehen bleiben. Dieses Auto ist auch stehen geblieben, aber in einem anderen. Ich fahre vorbei, denkt man noch so, okay, die zwei Autos knutschen gerade. Fahr weiter und sehe ich in der Rückkamera. Im Rückspiegel, der fährt weiter. Dann bin ich halt umdreht, dem hinterher. Dann habe ich schnell, kann ich euch mal abspielen? Ach nee, kann ich euch nicht abspielen, wegen einem Kennzeichen. Habe ich schnell einer Freundin das Kennzeichen per WhatsApp gesagt, so, hey, ich brauche dich mal kurz als Notizblock. Piep, 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 piep. Mal kurz. Und dann bin ich wieder zurück zu dem angefahrenen Auto, hab geguckt, und dann erstmal im Haus geklingelt. Und dann war das Auto gehört, also in dem Haus, wo ich geklingelt habe, hat es nicht gehört, aber der wusste, wem es gehört. Und dann sind wir gegenüber gegangen und das hat voll der lieben Omi gehört. Die war voll lieb. Die war voll lieb. Ich habe einen Kaffee gekriegt, ich habe Plätzchen gekriegt. Und naja, dann haben wir erstmal, Polizei habe ich dann gleich angerufen, haben wir jetzt fast eine halbe Stunde auf die Polizei gewartet, hat natürlich nicht so eine Priorität. Jetzt kriege ich noch, dann habe ich heute meine Zeugenaussage da gemacht, jetzt kriege ich noch eine Anhörungsbogen und vielleicht werde ich halt dann noch, gerade mir ja gleich gesagt, vielleicht noch geladen, wenn irgendwas da sollte. Aber das Fahrerflucht reagiere ich persönlich sehr empfindlich, weil mir ist in meinen damaligen grünen Fokus auch einer in die reingefahren und abgehauen und da reagiere ich sehr empfindlich und ich hatte auch schon einen Unfall wegen jemanden, wo jemand abgehauen ist, also Weißenstadt Fries werdet ihr alle nicht kennen. Da ist so eine Serpentinenstrecke, da bin ich im Winter gefahren und das weiß ich noch ganz genau. Da ist mir ein schwarzer Audi rübergerutscht auf meine Seite, also in die Spur auf meine Seite rübergerutscht. Der hat die Kurve nicht ganz gekriegt. Und ich bin in die Leitplanke ausgewichen, weil sonst hätte ich den volle Knäste geknutscht. Bin voll in die Leitplanke geknallt. Und der ist auch einfach weitergefahren, die Drecksau. Sorry, wenn ich so sage, aber das ist eine Drecksau. Genauso wie der jetzt weitergefahren ist, weil der hat es gemerkt, weil der war drin geparkt. Der war in dem Auto geparkt, hinten drin. Der hat also halb hinten drin. Also die Stoßstange ist im Arsch und der Kotflügel ist im Arsch. Und ist auf der Seite halt drin geparkt. Der hat einen Rückwärtsgang rein, ich hab's ja gesehen. Und der andere, der mir mal in Grün reingefahren ist, war auch eine Drecksau. So. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, na egal. Ich hole jetzt mein Whiteboard. Das kommt hier hinten an die Wand. Und ich habe mir schon überlegt, ob ich ein Whiteboard für hinter den Greenscreen noch mache, für andere Sachen. Für so einen anderen Schmierzettelchen. Und was ich euch sagen will, ich habe was geschnitten und was fertig. Ich möchte es mal als Pilotprojekt ausprobieren. Das wird es nicht allzu oft geben, weil ich kann mir nicht jetzt mal Sachen für 60 Euro kaufen. Für, warte, ich gucke mal schnell, wie viele Folgen das sind. Fertige Folgen. Motor, 8 Folgen. Kann ich mir nicht für 8 Folgen jedes Mal was für 60 Euro kaufen? Nee, kann ich mir nicht leisten. So, und zwar habe ich was gebaut und auch mit dem Stativ, das habe ich da auch gleich genutzt und zusammengebaut und gebastelt. Und zwar diesen Motor hier, den da. Den habe ich gebaut, habe ich ein bisschen geschnitten und gemacht. War ich voll fleißig, war auch sogar unter Zeitdruck. Deswegen sind es vielleicht nur 8 Folgen geworden.
unter Zeitdruck zusammengebaut. Ja. Das ganze Zeug gemacht und getan. Das würde ich gerne dann so demnächst raushauen, aber ich arbeite erst mich ein bisschen vor für Januar wieder ein bisschen. Gerade mache ich gerade die ganzen Folgen Januar fertig. Sheltered kommt, das ist auch schon fertig. Das wird auf Dauer echt schwer in der Hand. Mein Arm fängt langsam zu zittern an, aber das ist nicht so schlimm. So, Sheltered mache ich gerade. Oder habe ich schon fertig? Elex habe ich hochgeladen. Die Zusatzfolgen Hero of Kingdom kommt jetzt mal nach 1, 2 und 3. Kommt nach und nach durchgehend, weil es auch ein schönes Spielchen war. Mit ein paar Folgen kommt das Zusatzfolge. Und ich habe den Motor, habe ich mir als 18 Uhr Folge so jetzt überlegt. Vielleicht noch so in der Weihnachtszeit rum, dass wir da vielleicht jeden zweiten Tag oder sowas 18 Uhr Folgen mit rausschmeißen. Also die Motorfolgen mit, wo ich den Zusammenbau. Vielleicht interessiert es euch, vielleicht wollt ihr es gucken, vielleicht nicht. Deswegen, ich möchte es einfach mal ausprobieren. Mir hat es Spaß gemacht, das Ding zusammenzubauen. Ich bastel gern so Zeug, vor allem ich mag Motoren. Ich mag die Technik dahinter, ich bin ein Technikmensch. Und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht gefällt es euch, wenn ich es mal mit aufnehme. Ich habe viel gequatscht, ich hab aber viel rausgeschnitten, muss ich auch sagen. Ich habe sehr viel rausgeschnitten. Ich habe viele Sachen nicht aufgenommen gleich mit. Wo ich im Kopf mir schon überlegt habe, wie ich es mache. Was ich normalerweise echt selten mache. Ich habe hier jetzt die Kamera aufs Stativ geknallt und einfach losgeredet. So. Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen umgreifen. So. Das Whiteboard ist hier hinten halt wirklich so ein bisschen für Aufnahmen, Stream und alles gedacht, weil ich hier nämlich so zum Beispiel, ich habe jetzt ein paar Folgen, ich habe hier so ein Schmierzettelchen gerade. So ein Schmierzettelchen, wo dann draufsteht, gerade was ich streamen kann. Was ich jetzt habe, ich habe mal zum Beispiel Two Point Hospital gekauft. Da würde ich auch eine Aufnahme zu machen. Dann The Forest, keine Aufnahme, es soll mal ein reines Streamspiel werden. Oder Sheltered würde ich auch gerne mal ganz normal als Streamspiel spielen. Das kommt jetzt eh im Januar dann mit. Und beziehungsweise Ende Dezember kommt es auch noch. Empire Architect werde ich auch mal reinschauen. Das ist so ein kleines, ganz kleines, schaut fast aus wie ein Handygame. Da werden wir eigentlich wieder ähnlich viele Folgen zu machen. Ups. Okay, ich sollte vielleicht nicht gegen das Stativ treten. Ja, und ich fahre jetzt zu meinen Eltern. Nochmal, ich bin übrigens voll fleißig, ich schneide zurzeit richtig viel. Gut, es liegt auch daran, dass ich nachts wieder wach bin und mein Schlafrhythmus im Arsch ist, aber yay. Naja, und ich sag, wie machen das YouTube? Die hauen doch immer auf die Kamera dann, oder? Also, ich sag jetzt, die geht doch kaputt dann. Ich sag, tschüss, wir sehen uns und, ja, ihr seht mich in den Motorvideos wieder. Wo natürlich dieser flauschige Kerl, diese flauschige Dame, auch sehr viel dabei sein wird. Habe ich recht? Ja, da musste ich auch ein bisschen aufpassen, weil. Ja, da musste ich ein bisschen aufpassen. Weil Kleinteile, Katze kann damit spielen. Gell? Möchtest du? Ich hoffe, wir haben jetzt die Quoten-Süßigkeit mit Katzenvideo erreicht. Reicht das als Katzenvideo? Jo. Du willst schmusen, hä? Ich glaube, sie will schmusen. Willst du schmusen? Ja, ich muss jetzt aber nochmal los. Ich muss jetzt nochmal los. Das passiert übrigens, wenn ich die Katze nicht immer weggehe, wenn wir streamen, weil dann will sie schmusen. Hi. Ja. So. Wir sagen jetzt, Mietz, kannst du tschüss sagen? Wir sagen jetzt tschüss, oder? Sagen wir tschüss? Das war das Schlusswort.